Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen. Bei Age of Empires 1, jetzt haben wir gerade das coole Lied verpasst. Das war gerade hübsch zwischen den zwei Parts, also zwischen dem letzten und diesem. Nichtsdestoweniger, wir haben unsere Armee marschbereit und kampfbereit und für alles bereit. Genau. Der Job jetzt ist klar, wir sollen das Weltwunder wegmachen. Da geht es eh bald in Richtung seiner Hauptbasis. Die Römer kämpfen mit Langschwertkämpfern und eben mit Artillerie. Mit sonderlich viel anderem kommen sie eigentlich eh nicht daher. Danke. Mit viel Artillerie, alter Schwede. So, da war aber nur ein anderes Katapult, genau das meine ich. Nein. Okay, jetzt haben wir unser AT natürlich verloren. Die Frage ist, wie gesagt, ob wir es brauchen, wir spielen als Karthager. Wir haben jetzt aber keine, machen wir es mal wieder. Wir haben jetzt nämlich keine normalen Kriegselefanten. Deswegen, man natürlich, die Phalangen halten ebenfalls ein bisschen was aus. Aber natürlich sind sie nicht die tanky-mäßigste, die Einheit im Spiel mit der größten Tankiness. Ist ja am besten als Tank eignet. Ziehen, schießen, ziehen, schießen. Alter, Dorfbewohner-Raid allererster Sahne. Nimm. Den Kerl weg. Das waren jetzt sicher 7-8 Dorfbewohner, die wir jetzt erwischt haben. Das sind Abwehrtürme. Die können wir eigentlich outrangen sogar. Bevölkerungslimit. Wir könnten eigentlich nur einen Steinwerfer dazu holen. Ich habe gesagt, outrangen, Freunde. Ihr habt mehr Reichweite. Außer es geht um diesen altbekannten Turmbug. Ja, ist egal. Wenn der Priester dahinter steht und gegenheilt, ja, passt schon. Und Dorfbewohner killen. Du bleibst da. Steinwerferchen. Und der nächste. Du bleibst da. Und da ist der Steinwerfer in the house. Reichert 12 mit der Technik, mit dem Upgrade namens Technik ist auch noch okay. Katapult können wir nämlich nicht bauen wegen der Fraktionsmechanik. So wie man mit den Römern oder in den Römerkampagnen keine Wachtürme bauen kann, können wir als Karthager keine Katapulte machen. Wäre echt einmal einen interessanten Blick wert, ob es diese, echt ein spannender Blick in die Originalversion, ob es die
ob es diese ganzen Fraktionsmechaniken, wer was bauen und wer was nicht bauen kann, im Originalen auch schon gegeben hat. In gewissem Sinne glaube ich schon, dass da was war. Wenn ich jetzt gerade versuche, mich zu erinnern, da klingelt ein bisschen was. Aber natürlich sowas wie, so schicke Technologiebäume hat es damals noch nicht gegeben. Repariert einer? Repariert einer? Verstehe. Kriegt man den? Ich glaube, den kriegt man jetzt nicht. Priesterino, du kannst weitermachen. Der zweite Steinwerfer ist da. Kann das sein, dass das in der... Okay, spannend. Ist mir noch nicht aufgefallen. Weil nämlich die Steine, die Katapultgeschosse nicht brennen. Zumindest... Oder doch? Keine Ahnung. Schaut gerade so aus, als würden die nicht brennen. Im Original war das auf jeden Fall so, dass die Alchemie die Katapultgeschosse ebenfalls entzünden hat. Na gut, aber egal. Wir machen ein bisschen Armageddon. Ja. Da geht's zu. Gestern darf nicht angreifen. Und ihr sprintet jetzt da mal rein und macht so ein bisschen die Artillerie weg. Alter. Okay, Massenschlacht. Ihr sollt den Priester wegmachen. Und hier macht's den Turm weg. Alter. Verluste ersetzen, ladidadidadi. Priester hat sich verabschiedet, ist klar. Tempel bitte. Und ihr zieht sie mal ab. Beziehungsweise du machst den Katapult-Heini da weg. Nächster Turm. Und neue Kavallerie. Okay. Elefanten schaut noch gut aus von der Lebensenergie her. Nächstes. Ihr sammelt euch ebenfalls da vorne. Und kommt gleich dazu. Die Fallangen kümmern sich mal ums Dorfzentrum. Dann müssen wir eh schon bald auf Tempeljagd gehen. Okay, das ist scheinbar eine weitere Ebene da oben. Sollen wir uns da die Klippen anschauen. Da eh noch alles okay. Ja, alles gut.
Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Priesterlines. Den Kerl da wegmachen und die Waffenschmiede. Und die Waffenschmiede. Dorfbewohner Raid. Okay, wir haben's. Er ist schon am Niveau seiner letzten Verzweiflungstaten. Den Turm brauchst du jetzt nicht. Okay, die Bevölkerung ist nicht mit. Schlitz, 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 mehr Schlitz. Bogenschütze wegmachen. Priester haben wir zumindest einen. Das ist ja auch was wert. Du verlierst das Duell. Priester. Wegmachen, 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 wegmachen. Danke. Weiterer Turm. Ja, ist eine sehr anspruchsvoll konstruierte Basis. Also, das ist auf einer höheren Schwierigkeit sicher relativ fitzig, das Angreifen. So, wo ist der Priester? Okay. Priester? Du kannst einmal reparieren. Machen wir uns einmal in die Richtung. Frei von allen bösen Römern. Sind ein paar kurz vom Exodus, ja, auf jeden Fall. Das macht es hier am besten. Er kommt ran und macht von unten den Tempel weg. Okay, die ersten Trash-Einheiten. Irgendwie finde ich, man merkt das schon, wenn man mit zwei Katapulteinheiten agiert und dann nur Steinwerfer macht statt Katapulte, man merkt das schon in der die verringerte Zerstörungskraft. Es ist schon spürbar, dass die länger brauchen. Oder zumindest kommt es mir jetzt so vor. Das Gold. Nahrung. Jo, 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 jo. Du kannst eigentlich auch zur Nahrung. Den Turm.
Schaut fast so aus, als wäre das eine zweite Base. Also hätte er da eine erste Base gehabt und da drüben eine zweite gleich angebaut noch. Die Braunen werden ja auch noch irgendwo herum. Ah ja, okay, das sind die da drin. Okay, wahrscheinlich sind die Einheiten da eingesperrt drin, verstehe. Ja, du kannst einmal... Beziehungsweise... Zuerst die Falangen fertig. Alles klar. Wenn die voll geheilt sind, können wir die wieder ein bisschen offensiv einsetzen. Doch, es brennt doch, okay. War das vielleicht vorher Anzeigefehler? Ja. Brauche einen Schluck Siegesfruchtsaft. Ich habe gerade Fruchtsaft neben mir stehen. Multivitaminsaft, Mineralwasser dazu. Mag ich eigentlich ganz gern. Trinke ich ganz gerne. Diesen Spaß. Du heißt fertig. Okay, dann haben wir da drüben wieder einen Turm. Ja, und was das da betrifft, würden wir, glaube ich, eigentlich recht weit kommen, wenn wir das mit den Elefantenbogenschützen vorher ein bisschen clearen. Das ist eine blöde Idee. Das übernehmen die Elefantenbogenschützen. Das übernehmen die Steinwerfer. Die Elefantenbogenschützen werden wir dann heilen. Das wird vermutlich ein bisschen dauern. Aber jetzt mit dem zweiten Priester. Genau, und da werden wir dann ein bisschen mit den Elefantenbogenschützen ein bisschen was klären von heraußen und dann den Rest stürmen der Phalanx. Centurios wären eigentlich noch cool, aber das kriegen wir jetzt nahrungsmäßig in der restlichen Zeit nicht mehr hin. Genau, und eigentlich könnte man dann schon mit dem Weltwunder anfangen, wobei ich nicht weiß, was der Gelbe dann macht. Der ist jetzt aber auch relativ still. Kann eigentlich auch sein, dass der die Ressourcen schon alle verbraten hat. Aber nein, dann würde ich sagen, machen wir einen vierten Part draus. Dann machen wir in dem Part auf jeden Fall das Weltwunder noch weg. Und für den vierten Part ziehen wir uns nach Karthago zurück. Und bauen im nächsten Part dann da unser Weltwunder gemütlich. Klingt nach einem Plan so. Ja, und das wird jetzt vermutlich ein bisschen dauern. Nehme ich mal an. Okay, scheinbar doch keine zweite Basis. Ich hab mir schon gedacht, da steht jetzt irgendwo da hinten ein zweites Dorfzentrum. Das hätte noch gepasst. Du.
750 Lebenspunkte ist halt schon. Das dauert zur Zeit. Bum bum, bum bum, bum bum. Ja, schaut jetzt nämlich also aus, als wären die zwei Inseln dann nicht miteinander verbunden. Oder doch? Ne, okay. Weil sonst können wir natürlich, könnten wir über den Landweg noch angreifen im nächsten Part, im gelben, während wir da Hames Weg runterbauen. Quasi wann schon, dann schon. Wenn schon, denn schon. Wenn wir schon da sind, dann. Weiter im Text. Ich glaube, alle werden wir jetzt nicht. Ja, so viel ist nicht mehr. Aber in der Zwischenzeit können wir ja mal ein bisschen. Eine kleine Marineaktion starten und einmal schauen, was da noch so ist. Weil ich nehme mal wirklich an, dass der Gelbe seine Ressourcen verbraten hat. Er ist nämlich verdächtig ruhig jetzt. Eigentlich. Das ist natürlich ebenfalls eine kleine, eine etwas schmerzhafte Einschränkung, dass wir keine Katapulte bewegen machen dürfen. Was natürlich nur irgendwo konsequent ist, wenn wir kein Katapult machen können, dass wir ebenfalls keine Katapult-Triweme machen können. Ja, sowas wie Steinwerfer-Triremen gibt es ja nicht. Ne? Wäre aber auch was. Wenn man mal drüber nachdenkt. Also quasi das ultimatives Baby-Artillerieschiff. Genau, vielleicht mit dem Skin von, oder mit den Einheiten aussehen von einer Kriegsgaliere. So als Bronzezeit-Belagerungsschiff. Das wäre geil. Ja, das hätte aber irgendwie. Das hätte aber irgendwie die totale Spiellogik. Das darf total gut in die Mechaniken reinpassen. So quasi zum Sagen, Steinwerfer ist eine Bronzezeit-Einheit. Und warum dann nicht ebenfalls auch die Bronzezeit-Einheit Steinwerfer auf so ein kleines Schifferl wie eine Kriegsgaliere schneiden? Ich meine, ja, von den größeren Proportionen her passt es nicht ganz zusammen. Aber die größeren Proportionen waren bei Age of Empires 1 ohnehin noch nie wirklich ausgegoren. Siehe ein schweres Transportschiff und du kannst 10 Einheiten reinladen. Ja, dann ist eigentlich mal Zeit für einen Speicherer. Brumm. Ach Gott, die Vorstellung lässt mir jetzt keine Ruhe, total. Steinwerfer-Triremen, Steinwerfer-Kriegsgalieren. Ja, hätte was. Hätte was. Alles klar, also der hat ein extriges Gebiet. Ja, wäre dann eine amphibische Landeoperation und wir müssen es nicht machen, dass wir uns den holen. Ja. Ihr fangt einmal zu fünft an, passt schon. Ah.
ist eigentlich auch gescheiter, das mit weniger zu machen. Einen nach dem anderen. Einen nach den anderen. Macht's mal weg. Und jetzt sollten wir mal abziehen. Leute, das ist nicht intelligent. Vielleicht wäre es ein bisschen geschickter gewesen, die einzeln zu steuern und nicht in der ganzen Gruppe drauf zu gehen. Aber egal, war trotzdem ein cooles Fernkampfduell jetzt. Jetzt kommt halt einmal, aber trotzdem mal der eine dann dafür ran. Abgang. Okay. Okay, das dauert ein bisschen. Dummschild. Ja, komm, Dummschild. Ah, Centurios sogar. Hab jetzt gar nicht. Ja, das waren schon Katapulte, das waren glaube ich keine schweren jetzt. Ja. Gut, der geht wieder. Ballisten. Ja, Ballisten. Da ist die zweite. Das soll jetzt da mal gewesen sein mit seinen Fernkampfkapazitäten. Sonst noch was? Sonst noch was, Freunde? Na, ich nehme mal an, das heißt, wir haben's. Gut, ihr bringt euch in Position. Da werden wir schon reinstürmen mit Nahkampfeinheiten. Das machen wir jetzt nicht alles aus der Ferne. Von daher könnt ihr eigentlich mal aufhören. So, habt ihr noch irgendwas? Ja, da hinten. Die Eich haben, ja. Beziehungsweise Stopp. Ihr schießt die Mauer da auf.
Nur ein bisschen vergrößern. Weil wir es jetzt eh schon getriggert haben. Das passt. Antacke! So, jetzt zieht es euch mal zurück. Gegen Helm. Okay. Okay, er hat Legion. Okay, dann weg mit dem Ding. Eigentlich könnten wir uns die Zenturionen jetzt ebenfalls leisten, aber ja. Falls wir jetzt nicht doch irgendwie noch da drüben angreifen. Man, witzig wär's schon. Ganz ehrlich. Witzig wär's eigentlich schon. Schlitz, der Schlitzer, der Schlitzer, der Schlitzer. Alles klar, dann ziehen wir mal alles zurück. Ja, ziehen wir mal alles zurück. Und steigen an dieser Stelle aus dem Part. Wie gesagt, es fehlt mir das Weltwunder. Das werden wir beim nächsten Mal da errichten. Und ja, irgendwie reizt mir die Vorstellung gerade doch noch ein bisschen, beim Gelben anzuklopfen. Vielleicht so ein bisschen als Beschäftigung, während die Dorfbewohner bauen. Ich nehme mal an, wie gesagt, der Gelbe ist jetzt schon passiv geworden, der macht ja nichts mehr. Ich nehme mal an, der hat sein Gold verbraten. Und da so ein bisschen an Land gehen, Zenturionen und Elefantenbogenschützen. Könnte noch ganz spaßig sein. Aber gut, das sehen wir beim nächsten Mal. Oder ich halt eben jetzt gleich. Ich mache nämlich gleich noch weiter. Es ist wie gesagt alles dieselbe Aufnahmesession. Dann wird aus dieser Mission chilliger, leibender Vierpater. Jo, in dem Tempo, mit diesem Plan werden wir das in Angriff nehmen beim nächsten Mal. Es verabschiedet sich der Doc von Gfunden Games und sagt, grüß euch und tüdelü.